Hi guys, it's Commander. She's back. Hallo Menschen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Muck und ihr seid auf dem Kanal Muckmade. Heute machen wir was Cooles und zwar ist ja eine Corona-Zeit, die ganzen Kinos geschlossen, aber meine kleinen Brüder, die denken so, sad, but okay. Aber die Autokinos sind ja offen und jetzt hat bei uns in der Nähe eins wieder geöffnet, das geschlossen hatte schon längere Zeit her. Und jetzt gehen wir dahin. Aber die wissen nichts davon. Also ich packe die dann einfach ins Auto und bin so, okay, wir fahren jetzt los und die wissen gar nicht wohin. Und ich werde es ihnen nicht sagen, bis wir da sind und ich hoffe, dass sie das cool finden. Und jetzt gehe ich Snacks kaufen. Ich habe so ein paar Gummibärchen und Chips gekauft und noch ein paar Getränke. Freust du dich? Ja. Aber du weißt noch nicht worauf, ne? Ja, aber egal. So, ich bin jetzt gerade im Auto und die Jungs sind innen und die haben keinen Plan, was wir machen. Und ich habe jetzt Kissen und alles geholt und dann noch Wasser und Snacks und alles. Ja, in 10 Minuten müssen wir dann langsam los. Jetzt müssen die halt Mundschutz und so suchen, weil da kann man ja auch auf Klo gehen und alles. Und die so, hey, warum müssen wir den jetzt holen? Und irgendwie fällt mir halt keine kleine Ausrede. Naja, ich nehme euch jetzt mal mit. Justus. Jona? Wo ist denn jetzt dein Mundschutz? Ich soll die einsammeln zum Waschen. Okay. Jetzt dann gleich, oder was? Gleich stelle ich ihn vor. Okay. Jungs! Ja. Anziehen! Und welche Adresse? Schickst du mir dann die Adresse? Okay, gut. Ja. Was ist denn? Ich habe meinen Brüdern gesagt, dass wir für meinen Vater irgendwas abholen müssen, aber ich auch nicht genau weiß, für was es ist und auch den Standort nicht wirklich kenne und wir einfach dahin fahren müssen. Und da sollen wir einfach... Hä? Okay, ja, gut. Mach mal. Tschüss. Was, wieso filmt diese Kamera mich? Oh, filmt schon. Ja, aber das heißt doch... Aber Mathilda, ich will doch den Lauf uns anrufen. Nein. Ich fange jetzt erstmal das Abholen. Ich kann mich nicht so konzentrieren. Ich möchte gerne Musik über mein Handy hören. Ach, was ist denn? Aber Mann, Mathilda! Wenn er wüsste, dass ich das alles nur für sie mache, dann würde der sich hoffentlich nicht so aufregen. Bei ihrer Mutter. Dann habe ich ihm das Ticket gegeben und vorlesen lassen und gesagt, dass der Lieferschein, wir sollen die Adresse nachschauen, ob wir auch richtig fahren. Ich sag's nochmal, was? Was ist der Lieferschein? Autokino Sommer. Hä? Gehen wir etwa ins Autokino? Wir gehen ins Autokino? Ich dachte, wir müssen das abholen. Ich habe euch geprankt. Wir gehen ins Kino! Wir gehen ins Autokino, wir Pia. Das ist der Gutschein. Das Autokino ist richtig geil. Ja, auch ohne nicht. Das ist gar nicht so richtig. Ja, aber immer angesperrt. Nein, der wird nur eingesperrt. Da ist ein toller Film. Kein böser Film. Da ist ein Auto! Oh mein Gott, ich bin noch nie in ein Auto gefahren. Was? Wir sind natürlich gerade durch die offene Sperre gefahren. Wir müssen nicht bezahlen. Ja, ich habe dir schon bezahlt, Justus. Ja, Justus, aber schön, dass du dich gefreut hast. Danke. Sind bereit? Freut ihr euch? Ja! Wir haben ein paar Sachen. Das ist auch bereit. Nur, was mich stört, ist, dass es halt immer ein bisschen regnet und dann ist die Scheibe nass und ich muss das Auto anmachen, um den Scheibenwischer zu machen. Das mag ich nicht. Aber jetzt fängt der Film an. Also Outro war jetzt bei mir nicht so am Start, aber jetzt sage ich mal Ciao. Film war ganz gut und tatsächlich auch an manchen Stellen gruselig. Die Diskussion hinten im Auto war also sinnvoll. Und den Kindern hat es auch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.